Meine lieben Spielkinder, hier ist viel Dunkelheit. Ich heiße euch willkommen. Das ist die Tür. Wir sind hier mit George an der Wand und großes Ding. Wir hatten letztes Mal ein großes Ding entdeckt und große Dinge haben. Wir gucken uns das mal an. Mal gucken, also ich habe gespeichert. Also, falls irgendwas passiert, ne? Ich habe gespeichert. Das Gebilde hatte Äste wie ein Baum. Oh, der Baum des Lebens? Was haben wir hier sonst noch? Was ist das? Bodenlose Grube? Einen Moment lang meinte ich, ins Bodenlose zu fallen. Aber da ging nur die Fantasie mit mir durch. Der Boden war fest. Okay, es war bloß eine Einbildung. Okay, was ist das? Steingegenstand, der war aber noch was. Steingegenstand. Ich riskiere das mal, Freunde. Wir haben gespeichert, sollten wir draufgehen. Steingegenstand. Es war Stein mit einer Vertiefung und Igitt einer öligen Substanz darin. In der Mitte war eine Art dünner Faden. Oh, können wir ziehen an die dünnen Faden? Wo ist der dünne Faden? Dickes Ding? Was? Eingebildeter bösartiger Mitbewohner. Mein Verstand spielte mir im Dunkeln Streiche. Ja. Pass mal auf. Ich habe es so oft versucht, meinen Keks an den Mann zu bringen. Und wenn da tatsächlich ein Mitbewohner ist, wir haben unsere Kakerlake gut abgerichtet. Wir pummeln ein Stück Teegebäck auf den eingebildeten Mitarbeiter. Wo? Hallo? Da. Wir gucken mal. Also vielleicht, ne? Ich wäre ja froh, wenn er es nehmen täte, ne? Denn dann hätten wir unseren Keks endlich mal anbringen können. Das würde kaum helfen, meine Paranoia zu kurieren. Aber der Mitbewohner wäre wahrscheinlich besänftigt. Okay, pass mal auf, können wir dann hier irgendwie vielleicht das Feuer nochmal nehmen? Unbekanntes, dickes Ding. Mein letztes Streichholz wollte ich nur benutzen, wenn es sein musste. Ja, wenn es jetzt nicht sein muss, George Baby, wann dann? Was war das? Wand. Ja, aber Medaillon? Dickes Ding? Nee. Ich musste was anderes versuchen. So, pass mal auf, wenn hier irgendwo das dickes Ding, ne, was haben wir hier? Dickes Ding. Moment, da war noch ein hartes Ding. Was? Moment, pelziges? Moment, weg. Hartes Ding? Steinernes Ding? Da war ein pelziges Ding, steinendes Ding. Was ist denn wohl das harte Ding? Ich weiß nicht, was das harte ist. Also für Stein, groß, hart, was wir alles finden, Freunde. Die Oberfläche war glatt, wie Stein. Like a stone, like a rolling stone. Aber wo war das pelzige Ding? Ich will das pelziges, rundes Ding. Es war irgendein kleines, ausgestopftes Tier. Kurzhaarig. Ein Eichhörnchen ohne Schwanz. Oder vielleicht ein kleiner Dachs? Aber wir können da nichts mitmachen, Freunde. Wir können nichts mitmachen. Ha. Telefon ist leider nicht. Kein Netz wahrscheinlich, ne? Also, wir haben ein großes Ding, wir haben ein hartes Ding, wir haben ein steinernes Ding, wir haben ein unbekanntes Ding. Es war ein runder Gegenstand aus Stoff, der schwach nach alter Pomade duftete. Ein runder Gegenstand. Pass mal auf, können wir denn da vielleicht das. Dickes Ding? Mein Gott, hier sind so viele dicke Dinger. Da blickt man ja kein. Moment, wo war jetzt das runde Ding? Steingegenstand? Dickes Ding? Glatter Stein? Dickes Ding? Wo war denn jetzt das runde? Glatter Stein? Das würde niemals klappen. Du hast es so gar nicht versucht. Nur dickes Ding, wo ist denn das runde Ding? Glatter Stein, dickes Ding? Ja, ein dickes Ding hier, ne? Glatter Stein, was können wir mit dem glatten Stein denn machen? Ja, wenn nichts hilft, George dauert eine hohe Gewalt. Ich sagte... Ich brauchte eine bessere Idee. Willst du damit sagen, die Idee war scheiße? Pass mal auf. Nico wird die Tür wahrscheinlich im Leben nicht aufkriegen, aber... Ja, aber... Weiches Loch? Ein weiches Loch? Wie kann ein Loch weich sein? Ein Loch besteht zu 99,9% aus nichts. Wie kann das weich sein? Okay, pass mal, wir klicken nochmal drauf. Ich berührte etwas Weiches, Rundes mit etwas dran, das sich anfühlte wie Fell oder Haare. Okay, aber dann dass er da vielleicht den
Steinernes Ding, mein Gott, ich. Bei dem ganzen weiches Loch da. Wo war es? Weiches Loch. Das wäre nutzlos. Wie nutzlos? Ich. Alright. Können wir dann hier mal vielleicht ein bisschen Garn in das harte Ding knubbeln? Nee, ich musste was anderes versuchen. Das ist aber schade, George. So, lass mich gucken. Können wir denn. Unbekanntes Ding. Das würde nicht funktionieren. Was ist denn das? Wir haben. Ich vermutete, es war ein Hut, aber ohne Licht war ich nicht sicher. Okay, dann können wir jetzt vielleicht unseren Streichholz verplimpern. Unbekanntes Ding. Mein letztes Streichholz zu entzünden, um zu sehen, was genau das war, würde uns nicht hier rausbringen. Hör mal, Alter, willst du mich verarschen oder was? Weiches Loch, unbekanntes Ding. Ja, wir haben ja dicke Dinger, steinige Dinger, runde Löcher und nichts, weiche Löcher. Wenn ich jetzt eine schmutzige Fantasie hätte, die habe ich aber nicht. So, pass mal auf, Rasierwasser auf das pelzige Ding. Das wäre auf jeden Fall. Das wäre völlig sinnlos. Dickes Ding, glatter Stein und noch ein unbekanntes. Nein, Moment, das wollte ich gar nicht. Moment, Unbekanntes. Ich vermutete, es war ein Hut, aber ohne Licht war ich nicht sicher. Okay, haben wir hier irgendwo Licht? Was haben wir knatscht? Erstmal mit Nicole aktuell. Weiß ich, es sind so viele dicke Dinger, die da. Das ist ja schrecklich. Das ist. Ist das hier noch ein Altar oder so? Hey, Nico! Hey, Nico! Baby! Hi, George! Hi! Hast du die Tür aufgekriegt? Nein, George, noch nicht. Wenn du irgendwo Licht findest, können wir den restlichen Raum absuchen. Das ist auch ein bisschen albern. Also, hey Nico, hi George. Als hätten sich Jahrzehnte nicht gesehen. Also, okay, wir müssen Licht finden. Wir haben ja eine Menge dicke Dinger, eine Menge steinige Dinger, eine Menge. Oh, das war Nico. Das war die Tür. Gucken wir uns auch nochmal an. Die Steintür hatte sich hinter uns geschlossen. Danke. Die würden wir unmöglich aufstemmen können. Wir können auch nicht wechseln, sonst würde ich mal gucken, was Dwayne. Hat Nico ja irgendwas gegeben? Was? Wand? Also ich sehe auch gar nichts vor. Das ist so ein weiches Loch, okay. Glatter Stein, großes Ding, steinernes Ding, dickes Ding. Aber Dinger ohne Ende, also ne, insofern. Ne, was? Glatter Stein. Dicke Dinger immer. Ja, alles für dicke Dinger hier, ja, unglaublich. Weiches Loch. Dickes Ding. Glatter Stein, großes Ding. Ja. Meine lieben Freunde, ich bin doch ein bisschen überfragt. Können wir das Funkgerät mit den dicken Dinger benutzen? Das hätte nicht funktioniert. Könnten wir denn vielleicht das Garn in das weiche Loch ballern? Hartes Ding, weiches Loch. Dass wir da vielleicht das Feuer nutzen und ein bisschen. Das würde nicht funktionieren. Was ich auch versuche, es funktioniert nicht. Das ist ein großes Ding. Glatter Stein, Wand. Wand, hartes Ding. Pelziges. Aber er nimmt ja auch nichts. Er macht nichts. Es ist. Oh, warte mal. Wir können vielleicht unsere Kakerlake hier. Wie ist er, Herbert oder Steingegenstand? Hartes Ding. Weiches Loch. Vermutlich stand Trevor auf klebrige Löcher. Aber ich wollte sie im Dunkeln nicht verlieren. Mann im Front, ich bin ein bisschen, wie soll ich sagen, ratlos. Wir haben ja viele dicke Dinger, weiche Dinger, unbekannte Dinger. Nochmal Unbekanntes. Ist das wieder der Hut? Ich vermutete, es war ein Hut, aber ohne Licht war ich nicht sicher. Dickes Ding, glatter Stein, großes Ding. Was wir hier alles haben, glatter Stein. Baum oder nicht, es fühlte sich kalt an, denn es war aus Stein. Es war auch Stein, großes Ding aus Stein. Der Wand, glattes Ding, dickes Ding. Ich brauchte Licht, um zu sehen, was da eingemeißelt war.
Okay, dann gucken, dann vielleicht nimmt er jetzt sein Streichholz. Wand. Das Streichholz musste ich aufsparen. Es war das letzte. Warum zum Geier hast du keine Kerze mitgenommen? Das ist... Was? Reine Einbildung. Ich hatte keine Ahnung, was da im Dunkeln lauerte. Also reine Einbildung. Dickes Ding. Glatterstein. Glatterstein. Unbekanntes Ding. Hartes Ding. Hier sind mir eindeutig zu viele Dinger unterwegs, Freunde. Das ist... Hier können wir ein bisschen weitergehen. Wo ist er? Ich sehe nicht mal George. Wo ist George? Ich habe meinen George verloren. Muss mal auf Tür. Steingegenstand. Ja, aber haben wir uns, glaube ich, auch schon angeguckt, ne? Pelziges, rundes Ding. Eine große Steinschale mit irgendeiner öligen Flüssigkeit drin. Ah, okay. Das ist vielleicht Öl. Pass mal auf. Dann nehmen wir jetzt auf jeden Fall Steingegenstand. Hey Nico, ich glaube, ich habe ein Licht gefunden. Cool. Boah. Das muss Genen sein. Ramon sagte ja, er sei verschwunden, als er in den Bergen nach der Tabula suchte. Hier ist er also gelandet, tot in einer Höhle. Loch im Kopf, seit Jahren verrottet, mausetot. Aus der Nähe betrachtet würde ich sogar sagen, der hat sich das Hirn weggepustet. Tutu kaputo. Okay, George, ich hab's kapiert. Was ist das hier? Keine Ahnung, aber schau mal, gnostische Symbole. Du hast recht. Die Farben, die Bäume. Aber wer ist die da? Sieht aus wie die Jungfrau Maria. Ist es aber nicht, glaube ich. Wie meinst du das? Das rote Gewand. Und außerdem ist sie oben ohne. Das muss Maria Magdalena sein. Na klar, Marquess hat gesagt, dass die Gnostiker sie verehren. Das hier ist so eine Art gnostischer Schrein. Die Tür muss sich irgendwie öffnen lassen. Vielleicht ist an den Figuren irgendetwas? Aber wenn es so offensichtlich wäre, hätte Genen es dann nicht gefunden? Mann, im Spielkinder, das erinnert auch alles sehr stark an die Pyramide aus dem zweiten Teil. Der Typ sieht irgendwie aus wie eine Mumie, nicht wie Genen. Das ist auch schon verknöchert, ne? Eine Lampe, hier haben wir, sieht so ein bisschen aus wie ein Ankh-Symbol, ne? Ankh, Key Life, und dann sagen die Ägypter, eine Schlüssel des Lebens. Wir gucken uns erstmal die Statue. Ich gucke mir erstmal die Statue an, ganz unvoreingenommen. Oben ohne. Hoffentlich krieg ich auf dem Sockel waren alte Kratzspuren, als hätte jemand die Statue bewegt. Oh, bin ich sicher, dass das Maria Magdalena ist? Klar, die roten Roben. Das passt alles. Die Madonna würde blau tragen. Wer ist dann das Kind? Nun, den gnostischen Evangelien zufolge hat Maria, als sie die Lippen Jesu küsste, Oh, verstehe. Yep. Die Gnostiker glauben also, der Säugling sei... Sieht so aus. Und damit ist auf jeden Fall die Theorie bewiesen, dass man vom Küssen schwanger werden kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Meine Spielkinder, das ist alles. Das ist Figur... Oh, wir können die drehen, aber das will ich erstmal... Säule. Wir müssen uns wahrscheinlich mit dem Malediktio da... Das ist... Die Säule hatte die Form eines Baumes und war grün bemalt. Ich wusste, das sollte der Baum des Lebens sein. Red, grün, ne? Hier grün und blau. Das hatten wir ja alles schon mal. Die Säule war wie ein Baum geformt und blau bemalt. Ich glaube, das sollte den Baum des Wissens darstellen. Alright. Also grün und blau, und das hatten wir alles schon mal in dem Statue. Ich will erstmal nicht drehen. Figur, ich habe gerade Finger gelesen vor die Bische. Ein Relief. Gucken wir uns mal die Leiche an. Wollen wir uns das echt eine Leiche angucken, liebe Leute? Lampe. Hier steht auf jeden Fall was drin. Veritas. Ne, keine Ahnung. Hier ein Tisch. Gucken wir uns mal das Relief an. Eine Figurengruppe blickte nach oben zur Tabula. Sie waren alle rot. So etwas hatte ich schon mal gesehen. Ja. Das war, glaube ich, auf dem Kapellenfresko, ne? Die Figur war einmal grün gewesen.
Ich fragte mich, ob das eine Abbildung Jehovas war. Jehova. Von der Figur blätterte blaue Farbe ab. Ob das eine Abbildung Luzifers war? Lucifer. So, hier kann man nichts mehr machen. Relief. Okay, Tabula-Schnitzerei. Eine große Abbildung des Symbols der Tabula Veritatis. Es sah aus, als beteten all die anderen Figuren der Szene zu dem Symbol. Meine lieben Spielkinder, das ist auf jeden Fall irgendwo gemütlich, aber irgendwie auch ein bisschen unheimlich da mit dem, ne, mit der Leiche. Ne? Das gucken wir uns in der nächsten Folge auch an. Ne? Und ich sage es erstmal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und verbleibe wie gehabt in diesem Sinne ab in die Rinne. Und ja, das ist erinnert so von der Szenerie ein bisschen an Irland in, unten, ne, wo wir die Grabung freigelegt haben, aber auch so ein bisschen natürlich an den zweiten Teil in den Pyramiden. Ne? Das ist, liebe Leute, Spielkinder, in diesem Sinne ab in die Rinne. Vorhalte ich war grad, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Spielkind 45, ciao, ciao.